Hier auf dem Ulm Campus fand am 19. September der Schülerzeitungskongress des Jugendmedienverbandes Mecklenburg-Vorpommern, der Landesinformationsstelle des Landesjugendrings und des AStA der Universität Rostock statt. Hier gab es während des Kongresses diverse Workshops. Diese behandelten unterschiedliche mediale und journalistische Themen. Unter anderem gab es auch den Workshop Geschichten erzählen mit eigenen Games. Und so sah das Ganze aus. Schon kurz nach 9 finden sich die ersten Teilnehmenden bei der Anmeldung ein. Sie alle möchten heute beim Schülerzeitungskongress diverse Workshops besuchen. Einer dieser Workshops wird geleitet von Dennis Kranz, Medienpädagoge bei der Stadtbibliothek Rostock. Er hat mit seinem Workshop Geschichten erzählen mit eigenen Games ein klares Ziel. Ja, dass sie selber mal ein Spiel ausprobieren und dann versuchen auch Geschichten zu erzählen, weil du hast bei Blogs jetzt die Möglichkeit, auch Sprechblasen einzubauen und verschiedene andere Elemente, die man versuchen kann, um man damit halt Geschichten zu erzählen, Charakter zu gestalten zum Beispiel oder auch die Welt so gestalten, dass sie zur Geschichte passt. Dennis Kranz hat schon 5 Workshops gegeben und ist jetzt das erste Mal beim SZ-Kongress dabei. In seinem Workshop wird mit einem Baukasten und einer App mit dem Namen Bloxels gearbeitet. Die Teilnehmer können damit ihr ganz eigenes Spiel erstellen, indem sie entweder mit dem Baukasten oder auf dem Tablet ihre Welt erschaffen. Es gibt Steine, die verschiedene Funktionen haben, die man legen kann und dann abfotografieren kann mit einer App. Und diesen Kasten braucht man nicht zwingend. Das heißt, man kann es auch mit der App selber auch klicken bzw. drücken. Aber es ist nochmal eine andere Möglichkeit, sich vom Analogen zum Digitalen hinzubekommen. Ihr habt einmal gehen, einmal springen und einmal hinfallen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, Nachdem jeder der Teilnehmer ihr eigenes kleines Spiel zum Leben erweckt haben, wird es mit den anderen geteilt. Zum Schluss konnte jeder somit auch die Spiele der anderen ausprobieren. Die Teilnehmer hatten definitiv Spaß und auch Dennis Kranz ist sehr zufrieden. Er wird auch weiterhin Workshops geben, um mit Bloxels Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, eigene Spiele zu erstellen. Und möglicherweise ist er auch nächstes Mal wieder dabei, wenn der Schülerzeitungskongress nächstes Jahr wieder beginnt.